Heute am 22. April 2012 haben sich nach Angaben der Polizei in Hamburg ca. 2.500 bis 3.000 Fans des Fußballvereins FC Hansa Rostock zusammengefunden, um gemeinsam vom Bahnhof Altona eine genehmigte Demonstration durchzuführen, die gegen das Kartenverkaufsverbot gegen das Spiel des FC St. Paulis durchgeführt wurde. Die Demonstration geht vom Bahnhof Altona über die Max-Brauer-Allee, Ehrenbergstraße, Mürkenstraße bis hinunter zum Kiez, zur Reeperbahn, um sich dort noch einmal gemeinsam gegen das Kartenverkaufsverbot auszusprechen. Die Demonstration bisher verlief sehr friedlich. Die Polizei, die Hamburger Polizei, ist mit einem sehr starken Aufgebot vor Ort, begleitet die Demonstranten, um Ausschreitungen der FC Hansa Rostock-Fans prophylaktisch vorgehen zu können. Da werden Schauermärchen erzählt, Horrorszenarien gezeichnet, um die Demo, unser Anliegen und die Veranstalter den Dreck zu ziehen. Völlig undifferenziert wurden Ereignisse aus vorangegangenen Spielen beider Mannschaften aneinandergereiht, damit dieses Unrecht, die Kartenverbindung, zu rechtfertigen ist. Nur ein Beispiel. Weder in den Urteilsbegründungen noch in den Pressemitteilungen der Polizei. Kein Wort von lebensbedrohlichen Einlasssituationen am Gästeeingang im Müllertor im März 2009. Gleiches in Rostock im November des gleichen Jahres. Davon wird überhaupt nichts geredet, nur immer in die eine Richtung. Dann werden sich die Hardliner und Polemiker in Politik und Polizei und deren Gewerkschaften noch ganz andere Szenarien und Konzepte ausdenken. So weit darf es nicht kommen! Einige hundert FC St. Pauli-Fans zeigten sich solidarisch dem FC Hansa Rostock gegenüber und verfolgten das Spiel vor dem Millerntor-Stadion. Jedoch schlug die Stimmung schnell um und es wurde die Konfrontation mit der Polizei gesucht. Einige von den Paulianer-Fans suchten die Konfrontation mit der Polizei und das führte dazu, dass einige hundert Polizisten mit Fahrzeugen zugeführt wurden, unter anderem natürlich auch die Wasserwerfer. Die Paulianer-Fans suchten die Konfrontation mit der Polizei unter anderem mit Pyrotechnik und einigen Rauchmitteln, was dazu führte, dass auch Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort waren. Okay, also zur aktuellen Lage erstmal, wie sieht es jetzt derzeit aus? Wie ist die Lage hier im Griff oder unter Kontrolle zu bekommen? Ja, wir haben die Lage jetzt im Griff. Hintergrund ist, gegen 15 Uhr sind Polizeibeamte massiv angegriffen worden, und zwar zunächst in der Feldstraße und jetzt anschließend in der Budapeststraße, und zwar von sogenannten Anhängern des FC St. Pauli. Mit Flaschen, mit Steinen und auch mit Pyrotechnik angegriffen worden, sodass wir auch hier einen Wasserwerfer einsetzen mussten. Und was ist jetzt weiterhin zu erwarten? Also wie wird jetzt weiter vorgegangen? Ja, im Moment haben wir die Lage hier unter Kontrolle. Das heißt, wir haben Festnahmen gemacht und wir versuchen jetzt eine stabile Lage hinzubekommen und dann die Situation zu bereinigen. Und wie sieht das momentan bei den Rostocker Fans aus? Ist es da noch ruhig oder gibt es da auch schon Krawalle momentan? Nein, bei den Rostocker Fans ist es ruhig geblieben. Die Versammlung ist ruhig abgelaufen. Man hat sich dann noch das Spiel im Radio angehört und jetzt beginnt die Abwanderung in Altona. Ist es im Laufe des Tages oder des Abends noch zu... Kommt er hier durch? Nee, ne?
ist es im Laufe des Tages oder des Abends noch, oder ist damit zu rechnen, dass beide Fangruppen noch aufeinandertreffen werden? Nein, im Moment haben wir nicht das Problem, dass die Fangruppen aufeinandertreffen, sondern offensichtlich, dass man versucht, gegen die Polizei seitens der Anhänger von St. Pauli vorzugehen. Aber das werden wir unterbinden. Okay, alles klar. Vielen Dank. Gut.